Tja, da ist er wieder, der komische Mensch, der mit seinen vielen Äs, genau, mit seiner versuchten Beckenerklärung, die er in der Aquaristik hat. Aber egal. Wollte ich eigentlich gar nicht so viele Videos machen, wie ich diese Woche gemacht habe. Da aber sehr viele Rückmeldungen gekommen sind und auch E-Mails und also persönliche Nachrichten, sowohl Instagram, unter anderem auch unter den Kommentaren und sonst was, fühle ich mich persönlich gezwungen, was ich aber auch sehr, sehr gut finde, ein neues Video zu machen und eigentlich mal zu erklären, weil die Fragen, einige Fragen halt eben da waren bezüglich des Lichtes, der Düngung und sonstige Sachen. Das wollte ich eigentlich noch mal ganz kurz erklären. Ich möchte aber währenddessen jetzt auch nicht die Spannung hier aus dem Ganzen rausnehmen, weil ich möchte jetzt nicht, und das werde ich heute noch nicht tun, die Düngung oder wie ich Dünge erklären. Sondern bei mir geht es heute in dem Video darum, was für ein Licht habe ich. Das ist eigentlich die meistgestellteste Frage gewesen, die mir ja eigentlich gestellt worden ist über die gesamten Möglichkeiten, es mir zu stellen. Nichtsdestotrotz werde ich irgendwann oder irgendwann wird auch in der sehr, sehr nahen Zukunft sein, ein Düngervideo, weil wenn ich das heute erklärt habe mit dem Licht, was ich für ein Licht verwende, muss ich zwangsläufig meine Düngung auch erklären. Das werde ich verstehen, weil diese Frage wird definitiv kommen. Ja, das passt auch zu dem Ganzen, zu dem heutigen Tag. Ich habe heute, habe ich, wie man schon sehen kann, hier hinten blubbert es ziemlich stark in dem Becken drinne. Wasserwechsel gemacht. Ich musste heute bei meiner Osmoseanlage, und dann komme ich nämlich zu der nächsten Frage, die mir oft gestellt worden ist, verwende ich Osmosewasser? Ja, kann ich klar damit beantworten. Ja, natürlich verwende ich Osmosewasser. Warum natürlich? Hier in dem Frankfurt am Main, ist es so, dass wir sehr, sehr, sehr schlechte Wasserverhältnisse haben. Bedeutet, ich habe hier eine Gesamthärte so um die 20 rum und habe eine Carbonathärte hier von 12, um die 12, 13 rum. Das bedeutet, mit diesen Pflanzen, die hier drinne sind, mit diesen Fischen, die teilweise hier drinne sind, kann ich das Becken mit dem Leitungswasser, was wir hier haben, definitiv nicht betreiben. Daher habe ich den Entschluss gefasst, vor Jahren schon halt eben eine Osmoseanlage anzuschaffen und die nutze ich regelmäßig und habe jetzt, das kann ich jetzt schon vorne wegnehmen, das habe ich ja auch schon mal erklärt, habe in der Regel eine Carbonathärte zwischen 0 und 1 und habe eine Gesamthärte, also eine GH von um die 4 rum, 4 bis 5. Das ist so meine Gesamthärte. Währenddessen musste ich heute bei meinem Händler meines Vertrauens, musste ich heute mal, weil das mache ich jährlich, was ich auch wichtig finde, jeder, der eine Osmoseanlage besitzt, meine Filter getauscht. Ich habe heute, bin ich los, bin zu meinem Händler und habe dann meinen Resinfilter, meinen Feinfilter und meinen Kohlefilter getauscht. Membrane brauchte ich dieses Jahr nicht tauschen. Die Membrane wird erst nächstes Jahr um die Zeit dran sein. Aber weil die wechsle ich eigentlich nur dann, wenn es mir angezeigt wird oder halt eben alle 2 Jahre. Und die anderen drei Filter habe ich dann heute. Ja, habe ich das heute geholt, habe ein bisschen Tränen in den Augen gehabt an der Kasse, aber gut, ist halt eben so, das macht man einmal im Jahr und für dieses Hobby und für unsere Lebewesen, die wir pflegen, dafür ist es nun mal da, müssen wir das und geben wir das auch aus. Aber wie gesagt, ich bin da sehr strikt und halte mich da wirklich jährlich dran und das Jahr ist jetzt schon wieder rum und deswegen habe ich das heute alles getauscht. Und währenddessen ich das heute getauscht habe, habe ich dann auch eben Wasserwechsel gemacht. Jetzt werden sich viele fragen, wie hat der das denn geschafft, Wasserwechsel zu machen, wenn er heute erst die Filter getauscht hat, heute Morgen die Filter getauscht hat und hat bei dem Becken dann schon Wasserwechsel gemacht, bei einem Becken, was knapp 300 Liter hat. Also das kann ich auch sagen, ich lasse durch meine Osmoseanlage direkt also das Osmosewasser direkt ins Aquarium rein. Ich mache bei mir ist es so, ich mache in der Woche einmal Wasserwechsel, immer an einem Wochenende. Ist jetzt egal, ob samstags oder sonntags, aber dann ist es so, dass ich in der Regel nur 20 bis 30% meines Wasserinhaltes wechsle.
bevor ich jetzt einen Shitstorm erlebe, wahrscheinlich werde ich ihn trotzdem erleben, aber es ist halt eben so, ich lasse es direkt rein. Aber ich habe maximal einen Temperatursturz von 2, 3 Grad. Wenn man nur 20 bis 30% wechselt, habe ich einen Temperatursturz von 2, 3 Grad und das halten die Fische schon aus. Mache ich aber einen Wasserwechsel, der über 50% ist, lagere ich das Wasser natürlich, das Osmosewasser auch zwischen. Aber bei 20, 30% ist das überhaupt kein Problem, das direkt von der Osmoseanlage. Ja, meine Osmoseanlage kann das, die leistet das. Und ich habe innerhalb von kürzester Zeit, halt eben über meinen Schlauch, lasse ich das halt eben einfach rein. Und die Osmoseanlage, die ich besitze, die bringt die Leistung auch. Bevor jetzt jemand fragt, unter persönlichen Nachrichten kann ich den Hersteller, gebe ich den Hersteller bekannt. Wie vielleicht schon aufgefallen ist, ich gebe gar nicht so viele Hersteller bekannt oder gebe gar keine Hersteller bekannt. Und auch was die Düngerkapseln jetzt letztens, weil ich da gefragt worden bin, was für einen Düngerhersteller ich da verwende, bei diesem Kapselvideo, wie ich das Kultivieren einer Pflanze. Ich habe nur die Kapsel gezeigt, aber ich habe nicht den Hersteller gezeigt. Mir geht es hier in der ersten Linie nicht um Hersteller, und Testvideos oder sonst was. Es geht es mir gar nicht drum, sondern es geht mir einfach darum, in meinen Videos, weil ich das auch gefragt worden bin, einfach meine Aquaristik, und das ist meine persönliche Aquaristik. Und da muss ich jetzt was vielleicht nicht in den falschen Hals bekommen. Wenn einer wissen will, welchen Hersteller ich da verwendet habe, er kann mich gerne persönlich anfragen. Das ist überhaupt kein Problem, dann gebe ich ihm gerne eine Antwort. Aber meine Aquaristik, meine Videos, die ich drehe, dreht es sich in der ersten Linie nicht um Hersteller, sondern ich möchte versuchen, mit den Videos, die ich mache, den Weg zu erklären. Und fast jeder Hersteller verwenden fast alle die gleichen Produkte. Der eine, bei dem ist es ein bisschen teurer, bei dem anderen ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Aber ich möchte gar nicht unbedingt auf die Hersteller eingehen. Das ist kein Testkanal von irgendwelchen Produkten. Soweit bin ich nicht, da habe ich auch nicht die Reichweite für. Möchte ich auch in der ersten Linie gar nicht, sondern das ist ein Hobby von mir. Und ich habe keine Einnahmen daran, sondern ich habe bei meinem Hobby Ausgaben, aber ich habe Spaß und das ist auch okay so. Das möchte ich halt eben rüberbringen und ich möchte einfach in meinen Videos eine gewisse Transparenz zeigen, wie man sowas machen kann mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und Hersteller von den Produkten in der Aquaristik gibt es genug. Gut, das soll es auch dazu gewesen sein. Das Licht, was eigentlich das Thema ist, was mich jetzt dazu bewegt hat, dieses Video eigentlich auch zu drehen, weil ich das halt eben eigentlich die meiste, größte Frage war. Da gehe ich jetzt drauf ein. Wir gehen jetzt gleich in das Becken rein, gucken uns das Ganze auch an. Vorneweg, ich muss alle enttäuschen, die jetzt meinen, ich hätte hier HN drüber. Nein, habe ich nicht. Also diese Top-Hersteller, diese, wie sie alle heißen, durch die Bank, die kann ich ja alle nennen jetzt. Ich habe kein ADA oben drüber oder ich habe keine Beleuchtung oben drüber oder sonst was. Nein, das besitze ich nicht oben drüber. Sondern ich habe, wenn in dem Becken was sehr leicht ist, oder dann ist es die Beleuchtung. Die ist von keinem hohen Aufwand oder ich habe keinen hohen Aufwand betrieben bei dieser Beleuchtung. Warum das Becken hier so steht und wie es aktuell gerade steht, ist das Zusammenspiel der Beleuchtung und der Düngermethode, die ich verwende. Aber es ist nicht der ausschlaggebende Punkt, die Beleuchtung. Gerade bei mir ist es nicht der ausschlaggebende Punkt der Beleuchtung. Im Gegenteil. Die Beleuchtung ist einfach und sie ist sogar noch gedrosselt. Das noch dazu. Meine Beleuchtung läuft auf 70%. Bevor ich jetzt alle weiter auf die Folter hier spanne, wir gehen jetzt in das Becken rein, schauen uns das Ganze an und dann soll das auch mit dem Video gewesen sein. Ich weiß, es werden danach sehr, sehr viele Fragen kommen. Ja, wie düngst du dann noch? Bitte Geduld, versprochen. Es wird ein ausführliches Video und wahrscheinlich wird das aber auch ein sehr langes Video dann werden, wie ich das mache mit den Nährstoffen, mit dem CO2 und den Lichtverhältnissen und den Zusätzen, die ich hierbei unten, was der Bodengrund zum Beispiel ist, verwende. Es ist keine Kunst, die dahinter steckt, aber es ist ein Verhältnis, was dahinter steckt. Alles steht ineinander zu einem Verhältnis.
Und das ist miteinander abgewogen. Und das ist das, wie ich es verwende. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt in das Becken rein, schauen uns das an, schauen uns mal kurz die Beleuchtung oben an. Und dann soll es das dazu eigentlich auch schon gewesen sein. Und ich hoffe, ich konnte einigen schon die Frage dann damit beantworten. Okay, dann bis gleich. So, jetzt sind wir beim Aquarium. Ja, man kann sehen, ihr habt noch sehr viele Bläschen hier in meinem Becken von dem Wasserwechsel. Da muss ich auch gleich nochmal den Nährstoffgehalt testen, beziehungsweise dann aufdüngen. Und da haben wir schon den nächsten Tipp. Nach einem Wasserwechsel bitte aufdüngen. Aber da gehe ich nochmal auf dem Düngervideo genau ein. Ja, hier geht es ja hauptsächlich um das Licht. Und wir schauen uns das jetzt auch mal an, damit ich da vielleicht mal im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen Licht ins Dunkle bringe. Wir sehen hier eine Aquarium, ja, ein Aquarium-Set, Komplett-Set. Das habe ich als Standard-Set, wie viele andere auch, haben das ja als Standard-Set, kann man das ja überall kaufen. Bei mir, und das kann ich ja sagen, weil das habe ich ja nun mal selber bezahlt und nicht gesponsert oder sonst was worden. Dafür läuft das Becken auch viel zu lang. Und hier sieht man, das ist ein Fuwalbecken. Bei mir war es so gewesen, ich habe am Anfang auch, bevor ich damit angefangen habe, ich habe ja noch einige andere Becken, ich habe ja schon, habe ich ja mal erklärt, über 40 Jahre Aquarien, aber das wollte ich unbedingt haben hier bei uns im Esszimmer. Und da habe ich noch gesagt, naja gut, dann nehmen wir das mal und habe es als Komplettset, wollte mir so einfach wie möglich, wollte ein Pflanzenset haben. War aber eigentlich schon der Meinung oder war mir schon bewusst gewesen, okay, die Beleuchtung kannst du gleich austauschen, weil in den Standardsets ist es so, dass die Beleuchtung halt eben meistens immer sehr, sehr, sehr schwach ist. Gut, habe ich aber trotzdem das erstmal aufgebaut, habe das fertig gemacht, habe das sehr gut bepflanzt. Ab, wie ich auch schon mal erklärt habe, Aquarium macht nicht immer Spaß in dem Video. Habe dann auch dann angefangen, meine Pflanzen zu beobachten und habe dann irgendwann festgestellt, oh, in der Einlaufphase, aber ganz normal, ich kriege jetzt eine Algenplage. Die wurde relativ ausgeprägt und war dann auch fast der Meinung, okay, jetzt kannst du schon mal loslegen und kannst schon mal gucken, wo du eine neue Beleuchtung herkriegst, um deine Pflanzen, die du gerne hättest, weil mir war ja nachher klar gewesen, wie ich auch schon in dem einen Video erklärt habe, aufgrund der sozialen Medien mich verleiten lassen habe, spezielle Pflanzen halt eben zu züchten. Aber der Ehrgeiz, den ich hatte, war ich, wie gesagt, der Meinung, okay, ich muss mir jetzt eine neue Beleuchtung, muss mir jetzt eine neue Beleuchtung zulegen. Habe dann aber festgestellt, aufgrund der Verhältnisse zueinander bedeutet Licht, Nährstoffe, CO2-Gehalt. Wenn die Verhältnisse miteinander stimmen oder zueinander stimmen, dass das mit den Algen doch sehr schnell sich erledigen kann. Und habe dann die Beleuchtung, und das ist nämlich diese Standardbeleuchtung von Fluoral, die klassischen Leuchtbalken. Ich habe die nicht geändert. Das ist keine High-End-Leuchte. Habe ich bei mir auf dem Aquarium draufgelassen. Wie ich eben sagte, es ist nicht High-End. Die Kunst bei diesem Becken ist es aber, da das eine 55er Höhe hat, was man auf dem Video jetzt gar nicht mehr erkennt, es bedeutet halt eben, bis Licht bis zu dem Bodengrund runterkommt, da gibt es ja einige Videos drüber, das muss schon irgendwie gut ausgeleuchtet werden. Habe am Anfang auch, wie gesagt, geglaubt, dass wir diese Beleuchtung niemals schaffen mit mit dieser Pflanzenmenge. Aber sie schafft es auch mit einer Standardbeleuchtung. Wir sehen hier zum Beispiel die Rotala Laos. Die schlängelt sich am Boden entlang. Wenn sie sich am Boden entlang schlängelt, bedeutet das, okay, das funktioniert. Und die meisten auch. Jetzt hier bei der Ereocaulan hier unten. Sie geht am Boden runter. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass die Beleuchtung halt eben bis zu dem Bodengrund sehr, sehr, sehr gut runterkommt und auch genug da ist. Wichtiger Punkt ist auch die Beleuchtungszeit. Eine Beleuchtungszeit kann man sehr gut messen, indem man halt eben seine Pflanzen anfängt zu lesen. Lesen meine ich damit, indem ich herbeikomme und schaue, wann gehen meine Blätter oder wann sind meine Blätter offen und wann gehen meine Blätter wieder zu. Ich kann das sehr gut sehen an Pflanzen, die schließen die Blätter zu einer gewissen Uhrzeit und dann genau dann, wenn sie gesättigt sind. Und diesen Sättigungszeitpunkt bedeutet für mich oder bedeutet halt eben in dem Aquarium, sie haben genug Licht auch bekommen.
Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich dann eigentlich mein Licht ausschalten könnte. Deswegen mal am Tag vielleicht hinsitzen, mal schauen, wie lange sind meine Blätter, wie viel Licht brauchen sie, wie lange sind sie geöffnet. Zusammenhängend dazu ist nämlich die Lichtstärke. Abhängig von der Lichtstärke, so schnell öffnen und schließen sich im Prinzip die Pflanzen. Tagsüber, also mittags, wenn mir das Licht oder nachmittags, wenn das Licht bei mir angeht, sind natürlich die Blätter offen. Und abends dann irgendwann gehen die Blätter bei mir dann auch zu. Und so lange habe ich mein Licht auch eingestellt, plus minus eine halbe, dreiviertel Stunde. Diese halbe, dreiviertel Stunde hängt halt eben mit dem Sonnenuntergang halt eben hinten zusammen. Dann dimmt sich mein Licht langsam. Das kann man sehr gut machen, weil alles, was ich da drüber an Licht dazugebe, hilft meinen Pflanzen weniger, sondern eher meinen Algen im Becken. Algen hat jeder im Becken. Wer sagt, er hat keine Algen im Becken, der lügt. Sage ich einfach, der lügt. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeiten, ein algenfreies Becken. Man sieht sie nur nicht immer. Aber man hat sie überall. Sei es im Bodengrund, sei es in irgendwelchen Verstecken irgendwo drin. Gewisse Algen gibt es immer, im Ausströmebereich oder sonst was. Ich habe auch Algen im Becken, aber ich habe keine ausgeprägten Algen im Becken. Es gibt eine Algenplage oder es gibt Standardalgen im Aquarium, die normal sind. Und ich habe ein Becken, was normal ist. Wie gesagt, das Geheimnis der ganzen Sache ist halt eben auch die Düngung. Und da werde ich das Video zu machen, was wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lang werden wird. Gut, dann möchte ich noch eine Frage beantworten bezüglich meines CO2s. Das CO2 bei mir, vielleicht wundert man sich, ich habe keinen Diffusor bei mir drin, weil ich mag das nicht, wenn der ganze Tag hier irgendwelche CO2-Bläschen durch das Becken durchgehen, sondern ich habe einen Außenreaktor, eine dicke Kugel. Vorteil davon ist, mein CO2 wird zu 100% schon vorher gelöst, bevor es halt eben in den Becken reinkommt. Über den Ausströmer, also den Ausströmer sage ich schon, Einlauf, Filtereinlauf, ist mein CO2 schon gelöst und kommt komplett ins Becken und ich habe einen niedrigeren Verlust an CO2 in meinem Becken. Das nur dazu werde ich aber auch nochmal in dem Dünger-Video erklären. Ja, was gibt es sonst? Ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr großartig zu sagen. Ich werde nochmal auf das Licht speziell eingehen, dann wenn wir beim Thema Düngung sind. Weil da ist das Licht entscheidend dafür. Gut, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende und danke dafür. Und ja, bis nächste Woche irgendwann. Ciao.